Ja, hallo, hier ist Mabel. Willkommen bei Rabenglanz. Heute möchte ich euch das Touchstone Tarot von Cat Black vorstellen. Sie hat die Karten mit Collagen gestaltet, und zwar hat sie Bilder von Meisterwerken der Renaissance und dem Barock genommen und jede einzelne Tarotkarte passende Motive aus halt verschiedenen Elementen von verschiedenen Kunstwerken genommen. Also dementsprechend der Epoche ist auch der Karton, die Verpackung sehr opulent gestaltet mit Goldverzierung, also passend zum Thema. Und innen ist die Schachtel braun ausgeschlagen. Dann haben wir hier ein kleines Büchlein. Und da drin ist halt so eine kleine Einführung, wirklich nur ein paar Seiten, wenn überhaupt. Und dann geht es auch schon gleich los mit den Beschreibungen der einzelnen Karten. Bei manchen Karten werden auf die Elemente, die Motive auch im Text eingegangen, weshalb sie die genommen hat und was es vielleicht eine Bedeutung dazu hat. Ansonsten, also das ist nicht bei jeder Karte so, und dann halt wie gesagt auch so den Stichwort Bedeutung und so auch dann die kleinen Arkana. Und was mich dann auch völlig begeistert ist, das habe ich erst etwas später entdeckt, dass fast die Hälfte des Buches Quellenangaben sind. Und zwar haben sie sich die Mühe gemacht, das finde ich grandios, dass zu jeder Karte, welche Kunstwerke sie von welchen Künstlern verwendet hat, welche Elemente, und also das erleichtert mir die Recherche ungemein, weil ich, wie gesagt, kunstgeschichtlich ist die Renaissance meine Lieblingsepoche, und deswegen kommen mir da auch einige Elemente in den Karten so bekannt vor, und dann müsste ich immer gucken, ja, wie sieht denn das Original aus und was war das denn nochmal und wo habe ich das schon mal gesehen, und von daher ein unerschöpflicher Quell der Recherche sozusagen. Also sehr gut gemacht, finde ich. Für andere vielleicht nicht so bedeutend. Dann kommen wir zu den Karten. Achso, die Rückseite sieht übrigens so aus, falls das noch interessiert. Auch dunkelbraun. Passend zu dem Stil oder dem Thema der Karten sind die Karten im Goldschnitt. Also haben die einen Goldschnitt. Naja, wenn nicht Renaissance und Barock, wo sonst Gold? Ne? Und dementsprechend also sind so die Rückseiten. Und ich finde, das sind eine der schönsten Rückseiten überhaupt. Schön schlicht, reversibel. Und man kann es vielleicht erkennen, so ein bisschen dunkel, also schwarz oder dunkelbrauner Grund und darauf etwas heller so Ornament, vegetative florale Ornament und Gestaltung, und dann noch stilisierte Blüten in Goldprägung da drauf. Also sehr edel, wunderschön, schlicht. Das Einzige, wie man es hier als sieht, es ist Hochglanz und man sieht jeden Fingerabdruck auf diesen Karten, und das macht das auch so echt extrem rutschig, dieses Deck. Hochglanz ist nun nicht ganz meine Wahl oder mein Favorit, und aber ich nehme mal an, sie haben sich für Hochglanz entschieden wegen den Kunstwerken, um da noch mehr Brillanz, noch mehr Schärfe herauszuholen, als jetzt, wenn eine matte Oberfläche, dann wird da ziemlich viel zurückgenommen von dem Motiv. Das hier ist übrigens die zweite Auflage. Die erste Auflage, die Karten, die ich gesehen habe, waren etwas anders gestaltet. Die besaßen nur einen dunkelbraunen Rand, und deswegen waren auch die Motive leicht größer. Man hat das aber jetzt geändert und noch einen weißen und einen goldenen Rand dazugenommen. Sprich, das Motiv wird etwas kleiner, aber es soll so ein bisschen die Optik wohl darstellen, wie so ein altes Kunstwerk, was im Museum so hängt, in der Galerie. Und gut, macht die Sache vielleicht auch so ein bisschen edler. Mich stört es jetzt nicht, weil man hat ja auch nicht so den direkten Vergleich. Die Karten der ersten
Auflage daneben. Von daher ist das alles machbar. Und wie gesagt, das sind keine einzelnen Kunstwerke, sondern eine Collage. Hier wäre zum Beispiel, nehme ich mal an, der Hirte mit der Flöte eins, dann die der Hintergrund, Himmel, dann gibt es hier noch einen Korb und Felsen und Hund. Das sind dann alles einzelne Kunstwerke. Dann haben wir hier den Magier, der ihn schön betrachtet. Auch wunderschön. Die Hohepriesterin. Dann haben wir die Herrscherin mit viel Fruchtbarkeit sozusagen, mit Obst, Getreide, Ähren und Blüten, also alles Fülle darstellen. Und hier haben wir dann noch einen Hasen, das ist der Albrecht-Dürer-Hase, falls man den erkennen kann. Dann haben wir hier den Herrscher. Da sind Elemente von Albrecht Dürers Karl der Große bei, und aber das Gesicht ist jemand anders und auch der Thron, das ist dann alles zusammengestellt. Hier haben wir den Hierophant. Hier sieht man das besonders gut, dass das alles Collage ist, dass das Gesicht sozusagen auf diesen Körper gesetzt worden ist, und auch vom Stil her passt da so einiges nicht zusammen, aber wie gesagt, das war ja auch nicht der Anspruch. Dann haben wir den Wagen. Das sieht eher aus einem Guss aus. Die Kraft. Der Eremit. Rad des Schicksals. Die Gerechtigkeit. Es tauchen sehr viele Eulen überall auf den Karten, in den Karten auf. Vielleicht eins ihrer Lieblingstiere. Dann haben wir hier den Gehängten. Auch sehr schön finde ich den Tod. Die Karte der Tod mit hier einer trauernden, weinenden, wahrscheinlich der schon gerade Verblichenen. Und dann im Hintergrund der Tod als Skelett mit dem Stundenglas. Also schon ein bisschen skurril. Dann haben wir hier die Mäßigkeit. Ich nehme an, das soll der griechische Gott, Weingott Bacchus sein, als Teufel oder vielleicht ein Pan. Dann haben wir den Turm, auch hier ganz charakteristisch aus irgendeinem Stifterbild, die Haltung, der Stern, der Mond, ein Kind darf nicht fehlen bei der Sonne. Wie gesagt, das hält sich auch sehr an dem Rider-Waite-Smith-Tarot. Hier haben wir wieder Elemente aus einem Stifterbild für das Gericht. Dann haben wir hier die Welt. Dann kommen wir zu den kleinen Arkana mit Ass der Stäbe, zwei Stäbe, drei, vier. Fünf Stäbe, die sechs, sieben, acht. Hier auch schön, dass nicht nur die acht immer nur die Stäbe sind, sondern auch mal eine figürliche Darstellung. Bei den neun Stäben haben wir hier auch so gut erkennbar eine von den Tudor-Frauen, also eine der vielen Ehefrauen von Heinrich dem VIII. Ich glaube, das ist die Jane Seymour. Und hier die Anna oder Anne von Kleve. Auch eine Frau von dem Heinrich den VIII. Gewesen. Dann haben wir hier den Pagen der Stäbe. Ritter der Stäbe. Königin der Stäbe. Und hier kann man vielleicht ganz schlecht erkennen, eine Katze. Und also dieses Gesicht ist eindeutig die von der Katze, ist damit als Collage mit hineingeschnitten worden. Also das ist nicht, gehört nicht zum Original. Auch das Gesicht gehört nicht zum Körper. Und ich glaube, dieser Körper mit dem Haarkranz hier, das ist, glaube ich, von einem Porträt von
ein Bildnis von Elisabeth der Ersten als junge Frau. Und dann haben wir hier den König der Stäbe. So, dann kommen wir zu den Kelchen. Erst der Kelche. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 und 10 Kelche, die Familie mit Hund sozusagen. Dann haben wir hier den Pagen der Kelche mit einem rein gebastelten Kelchenfisch. Dann haben wir Ritter der Kelche, Königin der Kelche und hier, falls jemand auch so mein Semester ist und noch die alte D-Mark kennt, der wird sich vielleicht daran erinnern, dass dieser Kopf, das ist von Albrecht Dürer, ein Porträt von einer jungen Dame, dass dieser Kopf mal den 5-Mark-D-Mark-Schein geziert hat. Ich glaube, das war grün in grün. Das ist 5, also ich denke mal, dass das der damals der 5-D-Mark-Schein war. Dann haben wir, also jetzt nur so am Rande, dann haben wir König der Kelche noch und jetzt die Schwerter, Ass, 2, 3, die ist hier so ein bisschen skurril mit den Augen, die da so starren, das Ganze hat so ein bisschen, finde ich, was von, Monty Python, Flying Circus, hier diese oder von den Filmen, diese Cartoon-Einlagen. Dann 4 Schwerter. Eindeutig Rider-Waite-Smith zu erkennen, die Gestaltung. Dann 5, 6, 7, 8. 9. Ich hoffe, man kann es erkennen. Es ist sehr düster auch gehalten. Und 10 Schwerter. Dann der Page. Ritter. Königin der Schwerter. Und der König der Schwerter. Dann als letztes kommen noch die Münzen oder die Pentakel auch. Ass, 2, 3, 5, 6. 7, 8, 9, auch das klassische, die Frau mit dem Falken, oder hier wäre es, glaube ich, Speerbau, oder ja, es könnte doch ein egal. 9, 10, ja, da ist auch noch ein Hund. Jetzt noch der Page. Der Ritter, die Königin und der König. Dann gibt es noch zwei, also König der Münzen. Dann gibt es noch 2 extra Karten in dem Deck. Happy Squirrel, also das fröhliche Eichhörnchen, das Glückliche. Und dann noch eine Autorenkarte. Mit Abbildung von Elisabeth der Ersten von England. Ja, das war das. Also, ich finde das Deck wunderschön. Sieht edel und historisch gut aus. Und wie gesagt, so was ich bis jetzt mir
angeschaut habe und mich ein bisschen vertieft habe, hat sie sich schon Gedanken gemacht. Das ist nur nicht eine einfach, nur damit es gut aussieht, so sinnfreie Zusammenwürfelung von Motiven, sondern also da hat sie sich schon Mühe gemacht und da mehr Sinn reingebracht. Und ja, also mir gefällt es und ich hoffe, es euch gefällt euch auch.